Der Globus ist eine historische Rarität, ein prestigeträchtiges Symbol für Wissen und Macht im 16. Jahrhundert. Doch der St. Galler Globus hat einen Makel. Seine Herkunft war lange unbekannt. Über Jahre hat Geograf Just Schmid daran geforscht, dieses Rätsel zu lösen. Es kannten eigentlich nur drei Globenbauer, die solche großen Globen im 16. Jahrhundert gebaut haben. Wir haben nur drei Namen, jetzt haben wir einen weiteren dazu. Und wir wissen jetzt auch, welcher Fürst, also so ein Globus musste fast für einen fürstlichen Hof hergestellt werden, gab so etwas in Auftrag. Und diesen Namen haben wir jetzt auch. Aber alles der Reihe nach. Lange gingen die Forscher fälschlicherweise davon aus, dass der Globus vom nahegelegenen Augsburg, damals Zentrum der Globenbauer, stammt. Diese Theorie verwirft Just Schmid, als dieses Gemälde des St. Galler Globus auftaucht. Der Besitzer meldete sich bei der Zentralbibliothek Zürich. Das war der Sechser im Forscherlotto. Der Globus musste von weiter weg stammen, weil dieses Gemälde als sogenannte Verkaufsvorschau diente. Auch ist darauf zu sehen, dass einige Ornamente übermalt wurden. Das war das Naheliegendste, dass man mal diese Stellen mit Röntgenstrahlen und mit Infrarot mal genauer anschaut. Dank dieser Methoden entdeckten die Forscher neue Hinweise. Nun werden Fragen zu Antworten. Die Spur führt in den Norden Deutschlands, nach Schwerin. Astronom und Kartograf Thielemann Steller stand zu jener Zeit im Dienste des Hofes. Nun ist auch klar, weshalb sein Erd- und Himmelsglobus unvollendet blieb. Genau, sein ursprünglicher Auftraggeber, Johann Albrecht I., starb, als der Globus fast fertig war, als die Widmung eben noch fehlte. Und dann erst sein Sohn Johann VII. Eignete sich dieser Globus ikonografisch neu an. Aber Johann VII. Starb ebenfalls früh, 1592, und tief verschuldet, weshalb dann dieser Globus eben verkauft wurde, um diese Schulden zu tilgen. Der Verkauf des Prestigeobjektes geschah also wegen Geldmangels und wurde so Teil der Schweizer Geschichte.